Hallo, ihr beiden Küken, ihr recht herzlich willkommen auf unserem großen Kanal zum kleinen Fluffen-Game. Heute spielen wir zusammen die Full-Version von Fredbear's Resort. Vorab natürlich ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die es gar nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Alright. Cool. Da würde ich sagen, ja, wir starten einfach mal ein neues Spiel, oder? New Game. Night One. Ich bin ja mal gespannt, was auf uns zukommt. Leute. Press and hold control for flashlight. Press shift to turn on. Turn off the power. Oh, das ist ja übersichtlich. Hello? Hello? Wir haben 5 Camps. Oh, hi. Welcome to Fredbear's Resort. I see you took the night shift to watch over the place at night, and I decided to guide you throughout the night. Eins? And as you may have noticed, these characters are pretty old. Yeah. Remember Fredbear's family diner from the 80s? Well, we basically bought them out for a brand new resort, for entertainment purposes of this silent town. The whole reason we needed you to work is to watch out for any criminals that will find any interest in taking these valuable robots. So glad we had you. However, I'm gonna dig deep on that. The robots have some sort of free roaming mode. We tried to turn off that feature, but it seems quite impossible even for us. So yeah, I advise you to walk through the building for them, to keep them safe, you know? And if anyone wanders into your office, defend the best you can so they can return. I am unsure why, but they have a pattern of movement. Something to do with their AI. I got my mask on. I think Bonnie might move this night. She will make... Alright. Oh, mein Shift? Was war Shift? Keine Ahnung. Was mir halt hier fehlt, ist so ein... Hier haben wir noch eine Maske. Die sind alle noch oben. Wir haben einer Speck. What? What the hell? Wo ist er? Where are you? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wir haben ein Licht und eine Maske. Und Shift ist... Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was war Shift? Ich hab's vergessen. Das ist crazy! Thumbnail! Die anderen sind, wo sind die anderen, oder? Ah, da oben ist Showstage. Baby. Schade, dass es sowas nicht gibt hier. Aber wie gesagt, ist die Full Version. Heute ist der 28.12. kurz vor 23 Uhr, wo ich das aufnehme. Ich wünsche euch jetzt schon mal allen hier. Ah, ich kann hier. Was hilft denn? Peinlich. Fail. Wer hätte das gedacht, ja? Wie ist die Wiese?
Thumbnail machen. Thumbnail! Ich bin immer auf der Suche nach Thumbnails, ne? Aber ich muss sagen, er ist ziemlich schnell, wenn er hier vor dir steht, dann geht er rasend schnell und du bist platt, ne? Aber zuerst weißt du ja nicht, was machst du jetzt, ne? Und hier können wir auch. Hier können wir ja nichts machen. Ich habe hier drin das 1, wird wahrscheinlich 1 Uhr sein, wird die Uhrzeit sein, 1 Uhr. Hier kann ich gar nichts machen. In der Office. Ich kann nur hier Licht an, Licht ab und Maske. Mehr kann ich nicht tun. Da steht aber auch nochmal eine Uhrzeit, 1 Uhr. Na, he's coming, ja. Was heißt es? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aber wieder, kein Quiek. Jo, da steht er weiter. Ach ja, Freunde, wie geht's euch denn? Was macht ihr so? Warum schreibt ihr nichts mehr in die Kommentare? Warum? Fragen über Fragen. Aber so ist ganz hübsch. Nee, was heißt es 1? Nacht 1? Night 1? I don't know. Oh. Hier, wenn ich jetzt Licht abmache, passiert ja nichts, ne? Jetzt pass auf. I don't understand English. Was sagt er denn? Er redet halt immer so viel, weißt du? Hello? Hello? Oh, hi! Welcome to Fredbear's Resort. I see you took the night shift to watch over the place at night, and I decided to guide you throughout the night. And as you may have noticed, these characters are pretty old. Yeah. Remember Fredbear's family diner from the 80s? Oh, come on! Well, we basically bought them out for a brand new resort. For entertainment purposes of this silent town. The whole reason we needed you to work is to watch out for any criminals that will find any interest in taking these valuable robots. So glad we have you! However, I'm gonna dig deep on that. The robots have some sort of free roaming mode. We tried to turn off that feature, but what? It seems quite impossible even for us. So yeah, I advise you to walk through the building for them, to keep them safe, you know? And if anyone wanders into your office, defend the best you can so they can return. What? I am not sure why, but they have a pattern of movement. Something to do with their AI. I feel a Spring Bonnie might move this night. She will make her way around the location. When she's to the right hall, hold your light on her until she gets closer, and then put the mask on. When you hold the light on her, her system will go crazy, and when you throw the mask, she will go back. The rest... Ich soll das Licht anmachen, aber auch hier die Maske aufziehen. Licht und Maske. Light and Mask. Hä? Ist es richtig? Right? Light and Mask. Licht und Maske. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Den versteht man halt auch so schlecht, den Kollegen. Ne? Oh not. Jetzt kommt gar keiner. Light and Mask. Ich habe da keinen Platz mehr. Jo, ja, Spring Bonnie ist da oben und schläft noch, oder was?
Let's versuchen sollen. Oh, he's coming. He's coming to the Rusty Man. Rusty Man. Did it, Rusty Man. Bin ich. Das ist doch von demselben Entwickler hier von Return to Fredbear's 3. Wo ich gespielt habe? Kann das sein? Hello, hello. Can you hear my song? Is there anybody out there? May turn your radio on. Is there anybody out there? Can you hear my song? Es ist wirklich ein cooles Spielchen. Nur, ihn versteht man halt wirklich schlecht. Es ist ja immer kein normal englisch sprechender Mensch. Könnte ein Finne sein oder sowas. Ne? Hello? Where are you? Jetzt ist er da unten. Was macht er denn da? Ich nehme schon wieder 12 Minuten auf. Er lacht. Alright! Hey, ich hab's doch verstanden. Light and Mask. Ich hab's verstanden, Leute. Ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ja? We got it. Englisch-Experte, oder? Englisch, perfekt. Wenn man schon hier schlecht Englisch versteht und dann jemand so eine ganz schwierige Aussprache hat, dann wird es halt ganz schwer für einen. Aber ich hab's jetzt kapiert, ne? I got it. We have 5 a.m. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier, oder? Für den Anfang. Zweimal draufgegangen, beim dritten Mal hat es funktioniert, ne? Und die Aufnahme sind schon 13 Minuten. Aber ich habe Spaß, ne? Vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Spaß, ne? Ist halt ein sehr spartanischer Office, ne? Ohne Quiek-Quiek. Was ich sehr schade finde. Alright. Die Nacht wäre ja wohl im Kasten, oder? Also ich würde sagen, wir überleben. Strike! Oh, it's alright. It's alright. Baby coming back. Ja, Freunde, das war Fredbear's Resort. What? Ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosting-Kanal. Bitte bewertet das Video, schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Falls ihr kein Abo habt, Köpfchen drücken, press that button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, passt aber auf euch auf und bleibt gesund. Wir sagen tschö mit Öl, viel Gelegenheit, Rotz, euer Rosti. Thank you and goodbye, stay healthy, my friend, and we see us in Part 2. Bye bye. Night 2, Part 2.